Okay, ich habe eine Brille, das ist schon mal sehr gut. Die können wir gebrauchen. Gewürzbrille. Weil sie zu lange vom Fernseher gesessen hat. Ich glaube, ich dachte. So, wofür wir die Milch brauchen, also den Käse, weiß ich auch nicht. Jetzt wissen wir ja, wie wir in die Vergangenheit kommen. Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Ja, jetzt haben wir hier eine Flasche voller Käse. Also das. Jetzt haben wir hier Käse. Okay, was machen wir jetzt mit Käse? Zum Kleben vielleicht. So, jetzt mal hier die Uhr. Jetzt noch die Vase zerstören. Eigentlich wollte ich, aber mir geht und so lang. Hoppla. So können wir jetzt vielleicht. Das scheint totaler Non, aber irgend. Ich brauche keine Brille. Ich weiß alle. Ich brauche. Kommt schon. Vielleicht können wir da irgendwie drauf treten. Können wir die Brille irgendwo hinlegen? Und Elefant drauf trampeln wird oder so. Oh je. Nochmal das Timepod. Immer dasselbe. Nichts wie weg. Eine Art. Okay, das hatten wir schon, das kennen wir. Sag ich nicht. Okay, da sind wir wieder hier. Ja, schon, du magst. Ich hab's ja. Bobo Bär lernt Cello. Okay, Sekunde, machen wir Fernsehen wieder an. Dann können wir es nicht nehmen. Wir müssen hier noch Milch verstecken. Wir haben zwar schon den Käse, aber. So, den Lolli, den müssen wir in die Lunchbox packen. Passt richtig. Ein Baby den Lolli weggenommen, sehr schön. Damit sie schlechte Zähne kriegt. So. Das hier noch mit dem hier austauschen. Da, hinter dir. Sehr schön. Ach, Kinder sind schon doof. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was auch immer das auch bringt. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt... Und? Das hatten wir schon. Haben wir schon mal geskippt. Scheibenkleister. Hey, Zimmer. Okay, Haftcreme. Aha, für die dritten Szene oder was? Sehr schön. Ah, die Haftcreme können wir gebrauchen. Für die Brille. Aber wie auch immer, die wir jetzt kaputt kriegen. Ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf. Es ist. Dachtest du? Okay, ich habe eine Idee. Stopp! Jetzt müssen wir uns hier wieder ein bisschen beeilen. Mehr war nicht. Kohlenzange. Die Kohlenzange lösen war die Uhr. Den Käse müssen wir noch irgendwo für nehmen. Eine Flasche, also
Nimm den Käse. Nimm den Käse. Die Vase umwerfen. Eigentlich wollte ich aber. Hoppla. Scherben nehmen. Dann können wir es doch bestimmt aus der Haftcreme. Das scheint aber irre. Als wir. So, und jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich, aber es wird. So, jetzt müssen wir doch hier irgendwie. Keine Nägel? Nein. Wie machen wir jetzt? Die können wir aufsetzen. Wie Sie sehen, sie. Okay, aber wie? Ein Bogen. Aus dem Bogen und den Uhrzeigern können wir eine Armbrust machen. Uhrenzeiger. Ganz hin. Okay. Das bringt nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier hinein. Jetzt sehen wir hier irgendwas. Oha. Hey. Ich erkenne tatsächlich etwas. Ein Portalpotenzial. Woher auch immer ich das weiß. Und rein. Mein Bauchgefühl sagt mir, Magerquark? Nee. Dann vielleicht so. Warum muss ich an das Wort Tachyonen denken? Das ist doch nur Kauderwelsch. Wie Rokokokokotten oder Fußpflege. Ja, okay. Und zack. Korn und... Wer sagt's denn? Und rein da! Folgen die denn jetzt einfach überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Hänge die Piane ab, schieße alle Portale auf und weiche ihn aus. Brille. Portale! Portale. Das hat ja sehr gut geklappt. Na komm. Ich dachte, wir müssen durch die Portale durch. Ja, eins. Deponia 2. Lass mich raten, das nächste Portal, das rechte Portal, das Deponia 3. Na komm, rein da. Deponia 3. Cowboy Dodo. Blast from the past. Eigenschaft freigeschaltet. Ach ja. Sehr schön. Wie schütteln wir die jetzt ab? Bringt doch alles nichts. Okay, wahrscheinlich müssen wir ihn ausweichen. Das war nix. Das wird nix. Das sind wahrscheinlich alle drei gleichzeitig. Aufschießen.
Das war nix. Das letzte krieg ich nicht hin. Na, schieß doch. Okay. Oh nein, nein. Und war das nicht gut? Verdammt. Und was denn noch? Okay, das scheint es hier irgendwie nicht zu sein. In einer bestimmten Reihenfolge hier durch, oder? Okay. Müssen wir alle Portale aufkriegen, oder was? Kann ja nichts werden. Da habe ich gerade ein bisschen gepennt. Es wird nichts mehr. Nee. Können wir das hier irgendwie abbrechen? Ja. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser U-Bus. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Okay. Raus hier. Ich habe den Sturz überlebt. Na komm, raus mit dir. Na komm, Rufus. Du musst es schaffen. Ich glaube, daraus wird recht wenig. Oh. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Es war ja auch überfällig. Schmerz. Ich glaube, ich will. Nein. Nicht ohnmächtig werden. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet.
Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuwak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. Als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuwak eintreffen konnte. Du meinst, er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Ah, okay. Und jetzt volle Kraft voraus! Ah! Ups, das heißt, wir können noch was retten. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium. Genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Oh nein. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher. Ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel. Okay. Wenn es sein muss. Was stellen wir als nächstes ein? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell. Nein, warte noch. Huch. Tja, Kuckuck. Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt, genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus! Schön, Barry. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt, es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand, jetzt! Nein, stopp! Los, worauf wartest du? Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären! Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lasst den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal. Lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit! Okay, das klingt nicht sehr planvoll. Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Kommen wir also zu Plan B. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Das führt uns zu Plan C.
Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder. Lecker, Wundertüten. Wunni, 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 Wunder. Das wird wohl nix. Das dazu. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Oh, ja. Okay, das kommt mir ein wenig extrem vor. Aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll es mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los und dann, wie zum Kuckuck, willst du denn euren Fall abbremsen? Ich trage einen Raketenrucksack unterm Mantel. So kenne ich meinen Rufus. Immer ein Ass im Ärmel. Wenn auch selten im eigenen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Gar nicht. Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Ein Stück weiter unten. Na also. Ich wusste doch, dass dir etwas einfallen würde. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz. Keinen doppelten Boden. Kein weiteres Manöver. Du lässt los. Wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Wie zum Kuckuck. Ich habe ein paar Flugschnabeltiere abgerichtet. Wer sagt's denn? Wäre ja auch schön blöd von dir gewesen, hier vollkommen unvorbereitet aufzutauchen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Du hast recht, wie zum Kuckuck wird... Gar nicht, das ist die einzige Lösung. Leider. Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also... Gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen... die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein. Nein! Nein! Was für ein Penner. Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich befürchte, nein. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt? Die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit getrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä?
Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen haben. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir regieren sollten. Das ist das Einzige. Das ist das Schlimmste, das Stärkste. Ja, unsere Geduld ist einfach loslassen. Wir zählen jetzt bis Zux. Ongo, Bongo, Schnücks. Doppelschnücks. Ich hatte nie die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Klobig 2. Super lässig. Rauffang. Naso. Zux. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Der Kreis schließt sich. Und da haben wir Goal mit Brille. Und die Credits von Deponia Doomsday. Ja. Da würde ich mal sagen, das war Deponia Doomsday, der vierte und vorerst letzte Teil. Ja, der letzte Teil. Der letzte Teil von der Deponia-Reihe. Ja, haben wir das auch abgeschlossen. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt... Es gibt eigentlich keine richtigen Worte, mit denen ich das Ganze hier beenden kann. Das ist, was ich hier noch sagen soll. Ich glaube, die besten Worte, die treffendsten Worte für alles, das ist irgendwie für die gesamte Deponia-Trilogie, ist die glaube ich, am Anfang, in den ersten Minuten des Spiels Deponia Doomsday gesagt wurden. Vielleicht wollen wir einfach nur, dass es nie endet. Ja. Du hast recht, liebes Riesen. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wohnt von Heim und Aalen und Kraken. Tief unten am kaum erkundeten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown. Vom Schiff all das Grauen, vertrauen wir Schnucki. Pimpi, oh Pimpi. Oh, Pimpi, der Clown, durchschifft jedes Riff, wo aber tausende Schrecken hausen, unter Wellen schauen. Pimpi, oh, Pimpi, oh, Pimpi, der Clown, kannst auf mich bauen, Baby. Du hast... Ja, na dann. Würde ich mal sagen, da bin ich nach oben so durch Deponia auf Zwängfüßler gefallen haben.
Alle vier Teile habe ich gespielt. Im Let's Play auf dem Kanal. Ja. Kann man nur sagen, großartige Reihe, großartiges Spiel. Ja. Wenn ihr wollt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es selbst nochmal spielen. Spielt selber mal. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, ansonsten. Ich danke allen, die mich in der Zeit mit einem Problem geschützt unterstützt haben. Es ist offen. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, dass sie zugeschaut haben. Ja, für alle, die mich unterstützt haben. Danke fürs Zuschauen, danke fürs vielleicht Kommentieren unter den Videos. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Teilen der Videos. Und danke vor allem an die Leute hier fürs Machen dieser wundervollen Spielereihe. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Videospielprojekt auf diesem Kanal wieder. Ja, das war's jetzt mit Deponia. Schnief. Ja, da müssen wir jetzt wohl loslassen. Es hilft nichts. Das war Deponia, die Deponia-Spielereihe. Macht's gut, bis dann und ciao. Haut rein. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie, man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet?